So, willkommen zurück zu Destiny 2. Weiter geht's mit der Kampagne. Und los geht's. Treffpunkt, die Farm. Seine angenehme Atmosphäre. Hallo. Ach, hocken wir uns mal kurz mal hin. So ein stressiger Tag. Für was macht der tote Orbit das? Siehst du, wenn du dir die Phantomstädte auf dem Mars anschaust? Ich sehe dich. Na, schau mal einer an. Du hast dein Licht wieder. Ich weiß nicht, wie du es angestellt hast, aber ich freue mich. Wir werden es brauchen. Hier draußen sind viel mehr Überlebende und sie brauchen deine Hilfe. Alle sollten wissen, dass die Farm sicher ist. Ich habe vor ein paar Stunden einen Freund in die ETZ geschickt, um ein Com-Netzwerk aufzubauen. Er heißt Devrim K. Cooler Typ. Guter Schütze. Das habe ich niemals gesagt. Tu mir doch bitte einen Gefallen und geh ihm zur Hand. Ich... Treffen mit Devrim. Los zur Erde! Meine Heimat. Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim K.
Ich werde dich wiederbeleben. Neverim. Neverim. Oder Neverim. Ein Gast. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der 8. Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab, stets zu Diensten.
Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Hawthorne. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen von der Farm. Wir müssen also ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze, aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay, ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen, oder? Denke ich auch. Sei da draußen vorsichtig. Okay, los geht's. Lieber Mark, ich bin gut angepackt. Ich versichere es dir. Aber mehr Theke will ich gebrauchen. Okay, starten wir das Abenteuer. Fangen wir an. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Ein Gefallenenhaus-Siegel. Aber keines, das ich kenne. Ich auch nicht. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Alles klar. Erstmal noch ein paar Gegner besiegen. Da ist es doch. Sehr gute Arbeit. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jede Chance nutzen. Halte deine Augen nach Brauchbarem offen. Alles klar. Wo wir schon von der Wildnis sprechen, an der Wand der Kirche ist ein Symbol. Geh doch mal gucken. Okay. Abgestochen. Weißt du, woher das Symbol stammt?
glaube, deine Stadtjäger haben sie hier aufgemalt, als sie die Gegend ausgespäht haben. Wollten wohl etwas Besonderes markieren oder etwas Gefährliches. Oder beides. Sehen wir mal nach. Betritt den Tunnel. Okay. Die Geschichte dieser Region ist faszinierend. Ich glaube, Tunnel und Höhlen wie die, in der du gerade bist, erstrecken sich über die ganze ETZ. Wer weiß schon, was da unten lauert. Seid vorsichtig. Alles klar. In dem Atrium. Okay, wir kommen der Sache immer näher. Gerade gelungen, einem Captain einen Schlüsselcode abzuluxen. Ich kann sicher dieses Depot öffnen. Sehr gut, Geist. Gute Arbeit da unten. Halte die Augen nach anderen Verstecken und Schätzen wie diesem offen. Das ist eine Aufgabe für einen anderen Tag. In der Zwischenzeit machen wir uns ans Eingemachte.
Kommt den Kirchturm hoch. Ich setze gerade Tee auf. Alles klar. Mach mir meinen Tee.